Schön, dass Sie mit hier sind. Und ich finde das Thema ganz, ganz spannend, Creative Spaces und wie man Kreativität und Innovation mit Mitarbeitern oder auch mit ganz fremden Teams, wie man das Ganze fördern kann. Und auch was im Digitalen, in der digitalen Welt passiert, was es mit MOOCs gibt an Möglichkeiten, was man online lernen kann und wie man sich remote und online organisieren kann, das ist ganz, ganz toll. Wir haben in unserer Erfahrung in den letzten 3 Jahren im Coworking Space gelernt, dass der Arbeitsraum, also der physische, präsente Raum, der entscheidende Faktor dafür ist, wie man Kreativität, Produktivität und Innovation steuern und beeinflussen kann. Ganz unabhängig von dem, was man online an Aufgaben und an Lernen auch bewältigen kann. Und wir im Coworking Space ist eigentlich ganz einfach, die oberflächliche Struktur. Wir haben einen großen offenen Raum, der ist ausgestattet mit Arbeitsplätzen und die kann man sich tage- oder monatsweise mieten. Wir haben Besprechungsräume, die gemietet werden können oder auch Veranstaltungen immer abends, zu denen man kommen kann. Aber das viel Spannendere bei Coworking, das liegt unter der Oberfläche. Denn Coworking hat viel mit Schnittmengen zu tun. Also es gibt das Extrem, man arbeitet alleine zu Hause im Homeoffice oder man arbeitet zusammen in einem großen offenen Großraumbüro oder in einem anderen Team-Setup. Es gibt das Extrem, dass man ein eigenes Büro hat oder in einem Kaffeehaus arbeitet. Es gibt Extreme, dass ich Wissen teile und gebe oder Wissen nehme. Und Coworking befindet sich viel in diesen Schnittmengen. Bei uns treffen diese Extreme aufeinander. Und um solche Räume, solche physischen Räume gestalten zu können, dass die dann tatsächlich auch solche Innovationen fördern, gibt es ein paar Grundprinzipien, ein paar Grundsäulen, an denen wir uns orientieren und nach denen wir so eine Philosophie leben. Die sieht man hier, das Dreieck sieht man gar nicht, ne? Naja, es ist ein grau hinterlegter Hintergrund, das ist eine pyramidenartig. Da ist der Kontrast etwas zu. Aber die Begriffe sind das Wichtige. Und zwar zum einen gibt es die Kommunikation, die wichtig ist, die Interaktion und die Assoziation bzw. die Assoziationsräume. Jetzt wird sich jeder denken, naja, die Kommunikation und die Interaktion, das gehört doch irgendwie zusammen. Aber es geht bei der Kommunikation vielmehr um die Kommunikationsmodalitäten. Also ihr kennt es sicherlich, es gibt Tage, an denen möchte man sich zurückziehen und selber für sich konzentriert arbeiten. Man muss etwas wegschaffen und möchte eigentlich am liebsten überhaupt nicht gestört werden. Und dann gibt es ganz offene Kommunikation auf Events, auf Open Spaces, in Workshops oder in Kaffeehäusern, also die Öffentlichkeit. Und auf dieser Skala von ganz alleine bis offene Kommunikation gibt es auch Zwischenebenen wie eine geschützte Kommunikation. Also es reicht nicht, einfach einen großen offenen Raum zu machen und dort 300 Leute reinzusetzen und zu sagen, naja, jetzt arbeitet mal zusammen, sondern man muss auch Flächen schaffen, in denen die Leute geschützt miteinander kommunizieren können, also 4-Augen-Gespräche machen können oder ja, Telefoncalls abhalten können, ohne dass gleich 5 Nebenmänner mithören. Und für alle diese Modalitäten muss man Räume schaffen und Möglichkeiten schaffen, sich eben entsprechend zurückziehen zu können. Das ist aber noch nicht alles. Also man kann jetzt einen Raum aufmachen, man kann einen Besprechungsraum reinstellen und offene Arbeitsplätze und eine Kaffeeküche und eine Telefonzelle. Aber das heißt noch nicht zwangsläufig, dass die Leute dann auch tatsächlich miteinander kommunizieren bzw. interagieren. Und hier habe ich, das ist dann die zweite Hälfte von diesem Dreieck, und hier habe ich Matt Ridley zitiert. Er hat einen sehr, sehr schönen TED-Talk gemacht. Und zwar geht er darüber, when ideas have sex. Und er sagt, ganz, ganz wichtig ist es nicht die individuelle Klugheit oder die Intelligenz eines Individuums, sondern Ideen und Innovationen entstehen erst dann, wenn Leute aufeinandertreffen und diese Ideen austauschen und miteinander teilen. Und das passiert nicht von alleine, man muss die Leute dahin schubsen. Also in diese richtige Richtung bringen, dass sie wirklich miteinander reden und dass sie Ideen austauschen. Und dafür braucht es in Coworking Spaces oder anderen Hubs Touching Points. Ganz wichtig. Also man kommuniziert weniger, wenn zum Beispiel in einem Café auf jedem einzelnen Tisch ein Zuckersteuer steht. Dann setzt man sich mit seinem Kaffee an den Tisch und tut sich ein bisschen Zucker in den Kaffee. Wenn aber nur ein Zuckersteuer an der Bar steht, dann läuft man sich darüber im Weg und fragt schon mal, kann ich da einen Zuckersteuer haben? Und kommt vielleicht so ins Gespräch. Oder eine zentrale Kaffeeküche und nicht an jedem Flurende eine Kaffeeküche. Oder auch, da gibt's Spielereien, die man bis ins Unendliche treiben kann. Also wie viele Toiletten gibt es und wo sind die? Weil man auf dem Weg zur Toilette oder von dorthin an Büros Halt macht und man die Tür klopft und fragt, hallo, wie geht's dir? Oder auch eben nicht, wenn die ganz abgelegen liegt. Und die dritte Säule, der dritte
Bestandteil sind die Assoziationsräume, die Assoziation. Also zum einen brauche ich Infrastruktur und Tools. Das heißt, wenn ich schon bewirkt habe, dass die Leute dann sich an der Kaffeebar treffen oder im Besprechungsraum treffen und miteinander reden, dann muss ich ihnen die Möglichkeit geben, ihre Ideen auszuarbeiten, sich daran abzuarbeiten, sie aufzuschreiben. Das heißt, im Besprechungsraum müssen dann die Post-its rumliegen, auf denen sie ihre Ideen aufschreiben können und sich darüber bewusst werden können, über was sie nachdenken und über was sie reden. Das Gleiche gilt für ganz profane Dinge wie ein Locher, Tacker, Klebestifte, Monitore mit den richtigen Anschlüssen, dass man das, den TED-Talk oder das YouTube-Video mal schnell herzeigen kann. All solche Sachen. Des Weiteren ist es ganz, ganz wichtig, dass die verschiedenen Arbeitsbereiche, also die offene Kommunikation, sei es die Kaffeebar oder das große Plenum, der Hörsaal im Telekom-Hub in Berlin zum Beispiel, oder dass diese Bereiche eine implizite Widmung erfahren. Also der Sitzsack ist dafür gedacht, sich zurückzulehnen und nachzudenken und in sich zu kehren. Und der offene Workshop-Raum ist durch die unbequemen Sitzhocker und die Post-its, die überall rumliegen, dazu geeignet, sich miteinander auszutauschen. Und durch Licht, Möbel, Farben, all solche Dinge kann man das eben beeinflussen, wie die Leute miteinander interagieren. Und der letzte Punkt, was da eben noch mit reinspielt, ist, wenn man das Ganze dann im Unternehmenskontext betrachtet, was wir jetzt im Coworking Space nicht haben, bei uns sitzen hier viele verschiedene Unternehmen, ist, dass man durch Büroräume auch sehr, sehr stark eine Identität und eine Identifikation stärken kann. Das heißt, wir sind ja bei Cognion und es ist alles orange. Und ich kann dadurch beeinflussen, was die Mitarbeiter mit diesem Raum assoziieren und auf welche Gedanken sie kommen und in welche Richtung sie denken. Dadurch kann ich auch eine Identität mit dem Unternehmen stärken und die Leute dazu zu bewegen, in der Unternehmensphilosophie zu denken. Und diese drei Bereiche, also die Kommunikation, die Interaktion und die Assoziationsräume sind für uns die entscheidenden Merkmale, was einen physischen Creative Space ausmacht. Also nicht virtuell, sondern wenn man physisch aufeinander trifft. Und ganz, ganz praktisch setzen wir das um, ein bisschen schade, das Dreieck, die Pyramide darunter. Ganz, ganz klar, also die Frage ist also wieder Schnittmengen. Man kann eine Kaffeebar oder die Meetingräume jetzt nicht genau in einen Bereich einordnen, sondern das ist wieder so eine Schnittmengensache. Man muss die Leute zusammenbringen und all diese Bereiche in einem gewissen Maß abstecken. Das Besondere am Coworking Space bei uns in Nürnberg im Vergleich zu einem Corporate Hub zum Beispiel, ist, dass wir die Einstiegshürde sehr, sehr niedrig halten. Also bei uns kann jeder vorbeikommen und kann jeder auf einen Kaffee reinkommen. Und der Raum ist prinzipiell erstmal öffentlich. Man muss nicht Mitglied in einem Verein werden oder eine NDA unterschreiben. Und das ermöglicht es, dass ganz, ganz viele Impulse und ungeahnte Möglichkeiten, also der Zufall, immer wieder mit reinspielt und neue Ideen und neue Leute den Raum betreten, Teil dieses Netzwerks werden. Das manifestiert sich dann in Events und Usergroups, Stammtische, Wissensaustausch und Workshops. Wir haben über 40 Coworker, die tagtäglich bei uns, also nicht alle tagtäglich bei uns arbeiten und Teil dieses Netzwerks sind. Wir zeigen, dass sie bei uns sind, dadurch, dass wir eine Freelancer-Map haben zum Beispiel. Wer bietet was, wer kann was, wer ist gut in etwas. Und und so betreiben wir Coworking. Das ist unsere Coworking-Philosophie hier von Nürnberg. Genau, hier habe ich noch ein paar Bilder bei uns aus dem Coworking-Space. Es sieht sehr unkonventionell aus. Also wir versuchen mit der Atmosphäre, die wir gestalten, einen prototypischen Ansatz zu leben. Ist ganz einfach, wir haben Industrieboden und wir haben einfache weiße Wände, an die man so viele Post-its kleben kann, wie man möchte. Und wenn ein Stückchen Putz mit runter geht, dann wird halt wieder drüber gestrichen. Und solche Sachen. Wir erlauben den Menschen, keine Angst davor zu haben, jetzt mit dem Edding auf dem Poster zu schreiben, weil sie aus Versehen vielleicht auf den Tisch durchdrücken könnten. Solche Sachen. Und es spiegelt sich ganz, ganz viel wieder. Ihr seid alle herzlich eingeladen, wie gesagt, auch einfach mal vorbeizukommen auf einen Kaffee und den Raum, so wie er ist, selbst zu erleben. Genau, die Slides, sie sind jetzt im Stream auf alle Fälle mit drin. Sie werden später dann auch noch auf unserer Homepage stehen, beziehungsweise auch auf meinem eigenen Blog, da würde ich auch weiterführende Literatur dazu mit hinschreiben. Da gibt es ganz, ganz viel, was absolut spannend ist. Und sag vielleicht mal für die Leute im Stream noch die Adresse dazu, falls einer in Nürnberg kommt. Wir sind am Josefsplatz 8, das ist mitten in der Innenstadt. Und zwar, wenn man vom Saturn die Adlerstraße stadteinwärts Richtung Karstadt fährt, auf der linken Seite, da wo die Kaiserstraße abgeht. Perfekt. Genau. Super, klasse. Super. Ich würde vorschlagen, erstmal einen herzlichen Applaus an die Franka. Du bist auch nachher dann noch hier.
Genau. Weil dann würde ich sagen, machen wir die drei kurzen Vorträge hintereinander und dann sammeln wir die Fragen hinterher in der Runde. Dann schnappt ihr euch jeweils die einzelnen. Okay? Genau. Super. Perfekt. Vielen Dankeschön. Dank. Danke dir.